Einen wundervollen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt bei der Arbeit. Satzfindungsstörung kurz gehabt. Und werde jetzt noch frühstücken. Ich habe nicht viel Zeit, es ist 9:34 Uhr, aber so ein bisschen länger geschlafen für meine Verhältnisse. Tat auch mal gut, wie gesagt, dass gestern der Cast ausgefallen ist. Tut einem manchmal sehr gut, aber man muss immer Dinge positiv sehen. Und jetzt frühstücke ich ganz schnell, bin dann um 10 wieder im Auto und dann geht es los. Dann fahren wir zum Training. Und heute ist, glaube ich, Oberkörper und ich bin mir sehr sicher, dass du das. Weil ich habe jetzt quasi 3, sonst 5 Tage Beine gemacht gefühlt. Man muss ja nicht übertreiben. Ja, Beine, hat ja auch Georg geschrieben, wer Beine macht, hat die Kontrolle über das Leben verloren. Ist natürlich nicht so. Ja, Hormone gehören dazu. So, wir sind angekommen. Jetzt geht's rein. Na, ich ziehe mich jetzt um. Habe jetzt noch unterwegs ein Meeting gehabt, wo ich sagen muss, Freisprechanlage. Sie funktioniert zwar etwas weird, muss ich sagen. Also. Das Handy kann halt Hörbücher und sowas gut abspielen, also über die Autoboxen. Aber ich musste die Kopfhörer, also die hier, drin haben, also nur reinstecken. Nur das musste drin sein, damit Discord hier über die Boxen funktioniert hat. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich dachte, alles ist an, der sagt doch, dass ich quasi in einem Call bin. Der hat das quasi als Telefonanruf interpretiert. Und ich dachte, Scheiße, ich höre niemanden. Also, und dachte, okay, steckst du es rein und nur beim, also nimmst du die Kopfhörer einfach, hatte die schon in den Ohren, steckst rein und hörst, es ist weird. Wir gehen jetzt trainieren. Das ist mein Ziel. Ich habe jetzt mein Käffchen hier getrunken. Ah, ich nehme den eiskalt mit. Habe ich mir auch mittlerweile angewohnt. Und dann geht's los. Wir sind fertig. Heute war Oberkörper dran, wie predicted, möchte ich mal sagen. Und heute wird quasi die zweite Phase eingeleitet. Robert teilt seine, viele Coaches teilen ihre Trainingseinheiten in Phasen ein. Und wir haben jetzt quasi eine neue Phase erreicht. Das heißt, ich kriege neue Geräte, neue Übungen. Hier sind natürlich einige Übungen improvisiert. Da muss man sagen, es gibt Momente, wo Fitnessstudios gut ausgestattet sind. Na, oder man muss halt natürlich hoffen, dass das Gerät frei ist. Ne? Aber das ist immer ganz gut, wenn ich Informationen bekomme, hey, das ist im Fitnessstudio, das kannst du benutzen für die und die Übungen. Klingt sehr obvious, ne? Aber es gibt halt Sachen, die wirklich. Es gibt nützliche Geräte. Man sollte viel frei trainieren, aber wenn man halt keinen Klimmzug schafft, ich kann jetzt natürlich wieder Klimmzüge, ne? Aber wenn man das nicht schafft, kann man halt am Latzug gut üben. Ist im Freien schwierig, wenn man nur eine Stange hat, ne? Als plumpen Vergleich. Und ja, war sehr schön. Und jetzt wird geshakt, gemaked und währenddessen 5 Milliarden E-Mails dann im Kopf durchgegangen, wie man was macht. Das Handy hat da durchgehend gepiept. Und das ist schön, aber es ist auch ziemlich scheiße. Schön scheiße. Ist halt Arbeit. Gut, wir sehen uns bei Freaks. So, meine Damen und Herren, ich bin jetzt oben, habe jetzt schon mehrere Dinge erledigt. Das heißt, ich habe Urlaubsantrag weggebracht. Ich koche jetzt. Es ist 13:13 Uhr. Ich war zum Training, koche, dann habe ich ein Meeting. Dann esse ich während des Meetings, dann approve ich noch Katharinas Video und dann
habe ich quasi zwei Videos schon Vorsprung und dann kümmern wir uns um die LOL-Trends und dann kümmere ich mich um das Video, was ich euch schon leicht angeteasert habe, wo ich 10 von 10 Bock drauf habe. Was theoretisch heute kommen muss, weil morgen sind ja die Worlds. Das hatte was damit zu tun. Scheiße. Sagt man nicht, ne? Scheiße. Na gut, essen. Essen, essen, essen. Das ist übrigens auch sehr interessant. Es ist noch 300 Liter Kürbissuppe. Das ist gut. Ich brate mir jetzt Fleisch. Und zwar, das muss ich loswerden. Und werde das kombinieren mit Kürbissuppe. Ich weiß nicht, ob Mori das approved. Aber ich hab Bock. So, da ist die Kürbissuppe. Die wird warm gemacht. Da sind die Buletten. Also es ist nicht die normalste Mischung, würde ich mal sagen. Aber ich mache die so als Beilage dazu fertig und gönne mir noch die Suppe. Die Suppe ist halt wirklich sehr lecker und Kürbissuppe ist gut. Mache ich ja sonst nie. Abwechslung war das Ziel. Also so wie krass und eklig. Muss man durch. Ja, Suppe schmeckt 1A. Und jetzt habe ich noch eine halbe Stunde Zeit bis zum nächsten Meeting. Gönnen wir das also und recherchiere so schnell wie es geht mein Thema. Und approve das Video von Katharina. Hello guys, ich bin klinisch tot. Aber es rendert, Leute. Es ist jetzt sehr, sehr spät. Es ist jetzt 20 Uhr. Ich habe jetzt normalerweise, hätte ich schon längst ein Video releasen müssen. So 15 Uhr ist meine Zeit meistens. Ich habe jetzt für den zweiten Kanal noch nicht geschnitten, bin aber fast durch. Ich mache mir jetzt lecker, lecker Abendbrot. Das rendert jetzt. Ich mache wahrscheinlich einen Salat. Und das ist ein gutes Video. Leider sehr spät. Aber es gefällt mir sehr. Es hat Höhen, Tiefen und eine schöne Message. Auch hoffe ich. Und ja, ich bin klinisch tot. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich müde. Aber so ist es. Ich habe alles richtig gemacht. Gestern gut vorproduziert. LOL-Trends habe ich nicht geschafft. Aber ist okay. Mache ich das morgen? Ich nehme es irgendwann noch auf. Das ist der Plan. Aber jetzt erstmal essen. Ich habe wirklich Hunger. Kleine Planänderung. Ich habe mir nochmal Kürbissuppe von Mori genommen. Ich mache es ohne Brot. Dadurch ist es eigentlich ziemlich nice und ziemlich gesund. Natürlich jetzt wenig Abwechslung, weil ich hatte schon mal Kürbis. Aber das muss jetzt einfach mal sein. Ich habe jetzt einfach Bock auf was Schnelles, will das Video jetzt hinter mich bringen. Dann also wirklich schnell in die Wohnung und schlafen, weil morgen 7:30 Uhr da sein. Oder 7:15 Uhr oder so. Irgendwas ganz Schlimmes. Denn Worlds-Schmerz-Finale, freue ich mich übelst drauf. Mal gucken, ob ich morgen noch Haare habe. Wenn nicht, haben wir noch einen Rekord. Win-win. So müsst ihr euch das Leben immer planen. Immer auf impossible to lose. Gut. Haut da rein. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Es war sehr schön. Training war schön. Ich will auf jeden Fall morgen nochmal richtig powern, damit ich mehr Muskelkater habe. Aber habe jetzt einen neuen Trainingsplan von Robert bekommen. Wir haben eine neue Phase erreicht. Und da habe ich übel Bock drauf. Wird gut. Ich wünsche euch was. Tschüss.